Da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter mit dem Let's Play Portal. Testkammer 13. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Ich muss wirklich auch immer wieder kurz überlegen. Das, dafür muss ich da. Ja. So, da haben wir die beiden Cubes schön platziert und weiter. Als Teil des bereits erwähnten festen Eine Minute 15 dürfen wir sie nicht mehr belügen. Hat echt lange gedauert. Nach Eine Minute 15. Tests wird man sie vermissen. Ja, ich werde das Spiel auch vermissen nach den Tests. Dieses Ladedaten immer. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Ich weiß. Das ist mit das Praktischste in den Portalen. Man muss nicht nur, man kann damit nicht nur Tests lösen, man kann sich damit auch einfach besser bewegen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Na, ah, das hätte nicht passieren sollen. Da bin ich zu früh. Bin ich falsch gesprungen. Ah, das Spiel sitzt hier zum Glück ein Zwischenpoint. Ein Checkpoint, dass man das nicht komplett neu machen muss. So. Komm schon. Irgendwie konnte man, glaube ich, auch... Nein, das war im anderen Spiel. Hier geht das noch nicht. Sitzt der? Ja. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Das nennt sich Siegeslift. Diese Beschreibung. Und weiter geht's. Direkt schon wieder im Aufzug. Ich muss sagen, ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Aufzüge ich schöner finde. Die hier oder die aus Portal 2. Ja, ich finde die Aufzüge hier sehen ein bisschen aus wie so in der Irrenanstalt. So von der einen Gummizelle zur anderen. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. So. Wichtiger Testapparat zerstört. Stimmt das? Ah ja.
Bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt. Ja. Denn die Energiebälle gehen auch noch ein paar Mal hin und her, leider kaputt. Ja, eigentlich nicht leider, aber es ist unpraktisch, wenn die dann zu gewissen Zeitpunkten kaputt gehen. Ja, ich erinnere mich. Alles gut. Ah. Das ist halt eben einfach ein bisschen richtige Timing. Man muss halt eben auch einfach alles richtig treffen. Zack. Ja, der ist schief geworden. Der kam schon gefährlich nah. Zack. Schön. Okay, gut, das schafft man so. Sind wir? Ja, nein, ja. Ich weiß, wo wir sind. Ich denke hier irgendwie aus immer kurz, dass wir an einer Stelle weiter am Schluss sind. Das war knapp. Wichtiger Testapparat zerstört. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihrer Organe spenden können? Ganz recht. Ich finde das einfach cool gemacht mit den ganzen Sprüchen und so weiter. Also, Aperture Science und Portal sind wirklich zwei Sachen, die ich absolut feier. Und bei welcher Testkarte? Ich glaube, wir sind jetzt 15 oder 16. Ich war gerade ein bisschen leise während des Testes. Tut mir leid. Ich habe mich zu sehr daran gewöhnt, dass Klados für mich alles kommentiert. So. Testkammer. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Wichtiger Testapparat zerstört. Noch jemand da? Das wollte ich nicht. Und hier kommt jetzt die erste Stelle in Portal, wo man das wirklich ordentlich sieht. Haben wir hier in den ersten Bereich von Redman. Was genau es damit auf sich hat, werde ich auch später mal noch erklären. In einem anderen, nicht in einem anderen, in einem von den Portal Trivia Videos. Ich finde es extrem cool gemacht hier. Portal aus Aperture Science außerhalb der Testkammern.
eine interessante Frage wäre, warum das so gebaut ist. Naja, rein theoretisch wäre es eine interessante Frage. Praktisch kann man einfach sagen, dass es ja auch einen Zugang zur Kammer geben muss, zur Wartung und so weiter. Und hier jetzt einfach merken, the cake is a lie. Hello, can you help? Ah. Einfach hier einfach das Werkzeug. Ja, aber es hieß ja aufgrund von Wartungsarbeiten. Au, das ist nicht gut. Ist dort jemand? Ich mache jetzt was ganz Dummes. Fuck, das war wirklich ganz dumm. Ich habe gedacht, ich schaffe das, aber man kann in dem Scheißspiel ja nicht sprinten. Wo hier? Ja, das geht ja. Kein Problem. Wäre fast hingefallen. Ja, ich probiere wenig Turbots zu zerstören, weil die Turbots einfach süß sind. Und ich schön finde, dass man nur 3 davon zerstören muss. Ich habe gerade gedacht, hätte sich wieder umgedreht. Ich habe nicht dran gedacht. Au, 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 au. Das hat mich richtig erschrocken. Dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ja, die Androidenhölle. Wer fürchtet sie nicht vor der Androidenhölle? Jetzt verwirrt es, warum Leute ein Grafikeffekt, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Also mir bisher noch nie passiert, dass ich da, hier diesen Grafikfehler. Naja. Also, wer sich jetzt wundert von wegen Androiden. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiter. Yay, Companion Cube. 2, 1. Der gewichtete Begleiter Kubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Yay. Die
am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Ja, Maus. Na, meine Maus kurz nicht gemacht, was ich wollte. Ich freue mich. Haben wir uns vergessen, dass hier noch der Abschnitt im Companion Cube kommt. Er ist ja auch etwas länger. So. Geschafft. Also zumindest den Abschnitt mit der Energiewellen. Wichtiger Testapparat zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Au. Wurde ich gerade von der Kamera getroffen, habe deswegen Schaden bekommen. Beschissene Kamera. Den haben wir schon mal. Und dann brauchen wir hier den zweiten. So, du kannst hier mal kurz warten, Companion Cube. Ich gehe mal kurz den Leuten zeigen, was hinter dieser mysteriösen Wand ist. Ah ja. Ganz viele Kameras. Ich könnte jetzt meine holen und dazulegen. Machen wir es mal. So, noch eine Kamera mehr. Hier ganz viele Leute ersetzt durch den Companion Cube. Und hier auf der Kalender. The Girls of Aperture Science. September 1983. Das kann man hier auch nicht wirklich lesen. Ich könnte probieren, hier was vorzulesen, aber es ist wirklich schwer. Das beansprucht jetzt viel Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das mal schreiben. Dann beschäftige ich mich mal in einem Trivia-Video zu Portal nur mit den ganzen Sachen, die an der Wand stehen. Ja, auch ganz viele Bilder vom Companion Cube. Ja. Das ist sogar schon richtig. Das ist nur das blaue Portal. Ich würde gern sprinten können an so Abschnitten. Das wäre praktisch. Ja, das sollte funktionieren. Ja. Spazieren wir mal mit Schritttempo durch Aperture Science. Oh, oh, oh. Das hätte gefährlich werden können. So, kommt er wieder, kommt er wieder, kommt er. Das Zack. Management Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. So, dann mal schauen, wie geht's hier weiter. Das erfahren wir dann wohl erst in der nächsten Folge. Und Cube, was sagst du? Ja, ich freue mich auch schon. Nächste Folge, wahrscheinlich dann die letzte Folge, dann Let's Play mit 3 Folgen. Aber das ist ja auch immer ein Montag bis Mittwoch, bevor Portal 2 anfängt. Hier haben wir eine schöne Aufwärmphase. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch Like, Abo, Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!